erster Tag nach den Sommerferien. Das ist immer eine Pain. Warte, wer ist das? Der gehört gar nicht in unsere Klasse. Okay. Warte mal, ich glaube, er gibt dir irgendwas. Hier ist deine Einladung. Warte, was für eine Einladung? Wer ist das überhaupt? Der kommt gar nicht von unserer Schule. Der ist von einer anderen Schule. Der ist bestimmt von dem Internat von nebenüber. Oh, cool, danke. Was für eine Einladung? Oh mein Gott, ich muss das herausfinden. Ich weiß, ich habe ein Problem mit Neugier. Hat mir meine Mutter schon gesagt. Hat mir meine beste Freundin auch mehrmals gesagt. Aber was für eine Einladung? Kriege ich auch eine Einladung? Kommt ihr als nächstes zu mir? Willkommen im Club. Okay, jetzt muss ich es wissen. Was für ein Club? Was für ein Club? Wir haben keine Clubs an unserer Schule. Das Einzige, was es gibt, ist der Schachclub und da kriegst du keine Einladung. Ich freue mich schon. Außerdem sieht sie nicht aus wie jemand, der Schach spielen würde. Sie ist jemand komplett anderes. Entschuldigung? Ich habe gesehen, du hast gerade eine Einladung bekommen. Wofür war die? Was für ein Club? Worüber redet ihr? Das geht Loser wie dich nichts an. Okay, danke schön. Man kann ja auch mal höflich sein. Okay, neuer Plan. Ich folge ihr nach der Schule und gucke, wohin sie geht. Und es ist ja eine Einladung. Das heißt, sie muss ja irgendwo hinlaufen und dann kriege ich es mit. Jenny, ich habe meine Einladung bekommen. Ja genau, wir treffen uns dann nach der Schule dort. Mein Gott, okay. Das heißt, der Plan wird funktionieren. Dann folge ich ihr einfach und... Ach nee, das ist der Vertretungslehrer. Guten Morgen. Handy weg, der Vertretungslehrer ist da. Okay, das heißt, ich kriege jetzt wahrscheinlich keine Informationen mehr. Ach, aber dann folge ich ihr nach der Schule und dann gucke ich, wo sie sich treffen. Wo ist dort? Ich wünschte, sie hätte einen Ort gesagt. Legen wir mal los. Okay, sie geht jetzt hier hoch. Oh, ich darf mich nicht sehen lassen. Ich hoffe, sie dreht sich nicht um. Aber sie scheint nicht interessiert zu sein. Warte mal, Club der reichen Mädchen. Okay, dann geht sie hier hin? Oh, mit der Einladung wahrscheinlich. Einladung bitte? Okay, dann geht es hier rein. Ah, wahrscheinlich ist das noch ein Mitglied. Hier, bitte! Oh, vielleicht ist das Jenny? Nee, sie geht jetzt aufs Dach. Komm ich hier auch rein? In den Club der reichen Mädchen? Was ist das überhaupt? Ich wusste nicht mal, dass es einen Club hierfür gibt. Aha, ein Neuling. Hallo. Gott, hier wird's ja richtig voll. Oh, sind das alles Leute, die im Club eingeladen wurden? Hallo. Das kann ja nicht sein. Warum kriegt jeder eine Einladung außer mir? Viel Spaß im Club. Einladung bitte? Okay. Wie hat denn jeder hier eine Einladung? Ich wünschte, ich wäre auch da drin. Ich meine, klar, ich bin nicht reich, aber sehe ich so anders aus als die ganzen reichen Mädchen? Viel Spaß. Hi, ich bin auch neu. Einladung bitte. Ich habe die zu Hause liegen lassen. Jenny ist mein Name. Es müsste irgendwo in der Liste sicher verzeichnet sein. Ohne Einladung geht's nicht. Alles klar, dann gehe ich nochmal nach Hause und hol meine. Ciao. Oh mein Gott, wie aufregend. Es gibt wirklich einen Club der reichen Mädchen bei uns in der Stadt und gefühlt die halbe Schule ist da drin. Okay, ich muss mir irgendwie so eine Einladung besorgen und dann muss ich wahrscheinlich meine Haare ein bisschen umändern, damit ich nicht aussehe wie mich selber. Und der nicht erkennt, dass ich hier gelogen habe über meinen Namen und die echte Jenny sich irgendwann zeigt. Oh, hier ist schon der Salon. Hallo, wie kann ich dir helfen? Ich wollte gerne eine andere Haarfarbe haben, am besten braun und am besten eher glatt und nicht so lockig, wie meine jetzigen Haare sind. Okay, lass uns mal sehen. Okay, so sah Jenny jedenfalls auf dem Foto aus, was ich im Schülerbuch gefunden habe. Also hoffe ich mal, sie hat das noch nicht verändert. Setz dich hier rein. Alles klar. Also wie gesagt, braun eher ein dunkleres. Und ich sag ein bisschen kürzer als jetzt vielleicht, aber halt gerade. Das bekommen wir hin. So, perfekt. Oh mein Gott, ja, es ist perfekt. Es sieht genauso aus wie Jenny im Jahrbuch. Super dann, danke schön. Wie viel schulde ich Ihnen? 19 Euro bitte. Hier, das stimmt so. Danke. Okay, dann schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Okay, jetzt neue Haarfrisur. Jetzt muss ich mir noch irgendwo so eine Einladung besorgen. Wie schwer kann das sein, so ein Ding zu fälschen? Ich habe einen Drucker zu Hause. Ich kann mir eine Einladung schreiben. Ich meine, was kann da schon draufstehen? Ich weiß jetzt ja auch, wofür sie ist. Ich kann die Adresse draufschreiben. Das passt alles. Okay, so. Dann schreiben wir uns mal so eine Einladung. Nein. Das ist ein Hamster. Das ist auch nicht richtig. Ja, perfekt. Liebe... Oh, warte, jetzt muss ich mir einen Namen ausdenken. Ich bin nicht Jenny. Obwohl, doch, ich bin ja Jenny. Ich habe jetzt ja die Haare von Jenny. Liebe Jenny, hier ist deine Einladung für den Club der reichen Mädchen bei Haus Nummer 16. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße, Clubverwaltung. So, das muss reichen.
sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Und ich glaube, die überfliegen das eh eher nur. Und dann versuchen wir jetzt mal unser Glück. Der Club war gar nicht weit von mir. Oh mein Gott, das ist so voll hier. Die sind wahrscheinlich alle Clubmitglieder, oder? Die wurden gerade rausgeschmissen. Vielleicht dürfen die nicht in den Club. Obwohl, die sieht schon sehr aus, als wäre sie dazugehörig. Hi, ich bin's wieder, Jenny. Ich habe hier meine Einladung. Hallo, ja, bitte zeig mal. Stimmt was nicht? Die sieht irgendwie komisch aus. Ich weiß nicht, wovon sie reden. Es ist die gleiche Einladung, die hier jeder hat. Ich meine, klar, es kommt nicht jeder in den Club der reichen Mädchen. Wie zum Beispiel die zwei hier drüben, die Zwillinge. Ich weiß nicht, ob die selber eine Einladung haben. Da würde ich vielleicht nochmal nachgucken. Ich will was sagen, Security. Sie ist zu klein, sie kommt von der Schule. Was auch immer die da für einen Streit haben. Ich gehöre nicht dazu. Ich würde hier einfach gerne nur rein. Wie gesagt, das ist meine Einladung. Also, weg, Kinder, ihr dürft nicht rein. Wir? Ja. Was heißt denn Kinder? Wir sind 19. Entschuldigung, aber wenn die jetzt einfach rein dürfen, die waren offensichtlich, hatten die weder eine Einladung, noch waren das, keine Ahnung, richtige Mitglieder, die gehen gar nicht auf meine Schule, das waren die Zwillinge. So, Jenny, lass mich dir noch ein paar Fragen stellen. Das ist so unfair, warum darf ich nicht rein? Wie viele Schuhe hast du denn zu Hause? Also mit dem Paar, was ich gerade anhab, habe ich 17 Paar Schuhe zu Hause. Naja, okay. War das die richtige Antwort? Und wie viele Kleider? Lassen Sie mich kurz zählen in meinem Kopf. Ich habe 35 Kleider. Plus natürlich Abendkleider. Und Sommerkleider. Und, Cocktailkleider. Natürlich, die sind wichtig. Ich hoffe, ich beantworte hier die ganzen Fragen gut. Na gut, du darfst rein. Okay, super, danke. Okay, das war knapp. Mal gucken, ob die ganzen anderen noch da sind. Nee, hier scheint es relativ leer zu sein. Wahrscheinlich sind die alle schon nach Hause gegangen. Was macht man hier den ganzen Tag? Vielleicht hatten die Zwillinge recht, vielleicht ist es hier langweilig. Das sieht auch nicht aus wie ein Club der reichen Mädchen. Hier ist irgendeine Parkzentrale? Und ich dachte, hier wäre eine Riesenparty. Was ist denn das hier? Warte mal, was liegt da vorne auf dem Tisch? Sieht aus wie... Oh, warte mal, oh mein Gott, die haben ein Buch, wo super viele Geheimnisse drinstehen? Laura hat Kaugummi in den Haaren seit der dritten Stunde. Ich habe sie reingeklebt und niemand hat sie bisher gesagt. Hahaha, das ist super gemein. Warte, steht da was über mich drin? Nee, über mich finde ich nichts. Marie stinkt und ihr Hund ist blöd. Marie ist meine beste Freundin, was zur Hölle? Okay, das reicht. Ich klaue das Buch, ich nehme das mit und danach setze ich nie wieder in diesen blöden Club der reichen Mädchen für Leute, die sich wie was Besseres fühlen. War Jenny schon hier? Ich sollte lieber abhauen, nicht, dass ich hier noch auffliege. Oh Gott. Ja, die ist gerade unten. Okay, ich habe mein Buch und ich rufe am besten gleich meine beste Freundin an, um ihr zu erzählen, was hier vor sich geht. Aber wie gemein kann man denn sein? Holy moly. Okay, Club der reichen Mädchen, sowas von nichts für mich. Ich bin echt froh, dass ich da keine Einladung für bekommen habe. Und das Buch, weißt du was? Das Buch verbrenne ich jetzt im Kamin. So, das liest so schnell keiner mehr. So, das war's mit dieser Folge Roblox. Wir finden den Club der reichen Mädchen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, denn dann verpasst ihr keine neuen Videos. Und wenn ihr möchtet, folgt mir doch auch gerne auf Instagram, weil da poste ich viele meine Stories und dann kriegt ihr viel mit von meinem generellen Tag, falls euch sowas interessiert. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss!